Wrestling-Fans, es ist Sonntag, egal, wir machen durch bis morgen früh und singen Bumsfallera. Genau, und wir haben für euch heute exklusiv zwei Video-Statements. Ist das der Hammer? Da freut sich sogar der Backos. Genau, und los geht es mit einer Videobotschaft eines Headshrinkers. Das habe ich nicht gewusst. Jorg Vesperman. You thought you wouldn't see this face no more, huh? Yeah, Alofa's still around. What's the reason why you didn't bring me back to Germany? Are you scared? Are you scared because I'm gonna kill everybody, all your German wannabe wrestlers? I got news for you. Mellendorf, Germany. You will see a little more of Alofa. And I know you got a big match going on there with a double cage, a double ring. King of the ring with the double rings. Well, you know what? I'm the master at that. And whoever gets in my way, I'm gonna take him from ring to ring and beat the shit out of him. Und jetzt solltet ihr gut aufpassen. Hier gibt es eine einmalige Möglichkeit, etwas Grandioses zu ersteigern. Dementsprechend schalten wir jetzt rüber zu Salvatore Cofone mit einer Videobotschaft für euch. Hallo liebe POW-Fans, hier spricht euer Lieblingsringsprecher Salva. Herzlich willkommen bei Backos und Bartel. Warum ich heute mit einer Videobotschaft auf euch zukomme, ist ganz einfach. Für diejenigen, die mich nicht verfolgen auf Facebook, werden wahrscheinlich nicht gesehen haben, dass ich mich für den guten Zweck engagiere. Zurzeit habe ich eine Auktion am Laufen mit einem POW-Buch und einer Dauerkarte für den viertägigen Event am Schützenplatz Hannover. Also, bietet, was das Zeug hält, für den guten Zweck, für die Kinder. Ich danke Backos und Bartel für diese Möglichkeit. So, das war es schon für heute am Sonntag. Auch morgen geht es weiter, denn wir präsentieren euch die nächsten drei Teilnehmer für Mellendorf. Also, die nächste Sendung gibt's am Backhaus! Nein, am Montag. Oh, das habe ich nicht gewusst. Also, schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt Montag! Bis morgen.